Hallo und herzlich willkommen, liebe Billardfreunde, hier zum Viertel- und Halbfinale der Hasseröder Whirlpool Championships im neuen Ball im englischen Cardiff. Wir sehen hier das Tableau Efren Reyes gegen Francisco Bustamante und die Begegnung Archer gegen Young stehen an. Wir sehen jetzt gleich die oben genannte Begegnung und dann in der unteren Hälfte Earl Strickland gegen Kunihiko Takahashi und Markus Chamat aus Schweden gegen Takeshi Okumura. Diese Begegnungen werden wir jetzt sehen. Top-Begegnung natürlich, die beiden Philippinen Bustamante gegen Reyes und dann der dreifache Neunball-Weltmeister Earl Strickland gegen den Japaner Takahashi. Direkt hinein in die Begegnung. 0:0, der Spielstand auf 11 geht es hier zwischen Bustamante und Reyes. Wir können uns freuen auf ein Feuerwerk. Der 48-jährige Reyes am Tisch. Leichte Kombination, 4-9, die ist drin, 1:0, er legt vor. Und jetzt der Spielstand 2:1 für Reyes, aber die letzte Partie hat Bustamante gewonnen und somit darf er auch anstoßen. Und schauen wir uns das hier an, 4 Bälle beim Eröffnungsstoß. Umso unangenehmer, dass hier der Einstiegsball so schwer liegen geblieben ist. Denn wenn nur mehr so wenige Bälle am Tisch sind, ist es ganz, ganz schwierig, eine Sicherheit zu spielen. Ihm gelingt es trotzdem, kann man schon im Ansatz sehen. Völlig missglückt, dieser Resave-Versuch vom Meister Efren Reyes. Eine tragische Woche für Francisco Bustamante. Er spielt ja einerseits hervorragendes Billard hier in England, auf dem Weg ins Finale. Hat auch gute Chancen hier, seinen Landsmann zu schlagen, so wie er drauf ist. Und dann vor einem Tag tragische Nachricht aus der Heimat von den Philippinen. Seine 8 Monate alte Tochter ist gestorben, ganz plötzlich, war nicht krank. Völlig gesund, als er die Heimat verlassen hat. Dann lange überlegt, ob er hier weiterspielen soll. Aber in solchen Sportarten wie Poolbillard Profi zu sein, heißt jeden Dollar zu brauchen. Schauen wir einmal zurück ins letzte Jahr 2001, da hat ein Bustamante an Preisgeldern eingespielt, $41.000, also das ist mit Sicherheit nicht allzu viel. Da gehen ja noch weg Hotelkosten, Flüge, Steuern und so weiter. Und hier winkt immerhin ein Siegerscheck von $65.000. Moment 2:2. Kombinationsmöglichkeit für den 38 Jahre alten Mann, der sich einige Zeit im Jahr in Kiel aufhält, dort eine zweite Heimat gefunden hat. Thank you.
doch deutlich vorbei. Aber nicht so rechtes am Tisch. Es wird wohl auf eine Sicherheit hinauslaufen. Und diese Dinger, die spielt er immer grandios, dieser Race. Ihm gelingt es immer wieder, fast alle Wege zuzumachen. Er muss die Weiße so knapp an die Banden spielen, damit eben diese Bande zu ist. Also von hier aus die linke und die obere Bande, da kann Bustamante schon mal nicht hineinspielen. Auf der rechten Seite liegt die 7 dazwischen und die vordere Bande. Ja, da muss er erstmal gut hinkommen. Es reicht ja nicht, das Foul zu vermeiden. Er muss ja immer darauf achten, wieder etwas zu hinterlassen, was den Gegner unter Druck setzt. Also doch an der 7 vorbei, dann aber über 2, wahrscheinlich 3 Banden. So ist es. Aber in den offenen Tisch hineingespielt, das ist natürlich ein Problem. Wo hätte denn jetzt dieser Ball safe laufen sollen? Aber wie man einen Bustamante kennt, spielt er diese Bälle auf Versenken. Ist mal nicht gelungen. Jetzt einmal mehr zum Genießen. Künste des Meisters. Ist jeder Stoß eine kleine Sensation bei ihm. Auch gerade diese 2, die hat er immens gut gehalten. Sehr dünn gespielt und er kann die Kugeln langsam machen, wie kaum ein anderer. Gibt es auch seltenst mal eine Situation, wo er auf der falschen Seite eines Balles steht, dass er nicht den ganz natürlichen Winkel auf die nächste Kugel käme. So auch hier guten, leichten Winkel eingestellt für den Zugdruckball zur 9. Er wird einen reinen Zugball spielen. Fehlerlos. 3-2 in Führung. Sehr, sehr schöner Break hier von ihm, wenngleich auch 3 und 4 hier sich gegenseitig sperren. Die 3 aber ist in eine Tasche noch spielbar. Genau dahin stellt er auch. In diesem Falle nicht allzu schwer. Und auch jetzt passt der Winkel ideal. Genau so viel, wie er braucht, um gut weitermachen zu können. Hat jetzt alle Optionen. Ganz gefühlvoll hinüber zur 5. Dasselbe Loch wie die 4. Sucht da etwas nach dem richtigen.
richtigen Bock, wie man die vordere Hand ja nennt, sich dafür entschieden, die Hand auf der Bande aufzusetzen. Und auch jetzt wieder genau das bisschen Winkel, das er braucht, um die Weiße noch drücken zu können. Ohne viel Aufwand. Das ist Poolbillard in Perfektion. 4-2. Wird das ein Durchmarsch für Reyes? Da sagt noch mal einer, der breakt schlecht. Gilt ja nicht als der Allerstärkste beim Anstoß. Ganz anderes Kaliber da schon, Bustamante. Aber jetzt eine knifflige Aufgabe für ihn. Hat die Möglichkeit zu einem Push-Out, aber dafür wird er sich nicht entscheiden. Zu leicht ist dieser Ball über die Vorbande zu treffen. Der Push räumt dem Gegner zu viele Möglichkeiten ein. Da irgendwie eine Chance hat, den Push zu vermeiden, sollte man doch über die Vorbande gehen. Jetzt wieder eine solche Kombination, wie Bustamante vorher bereits einmal daneben gemacht hat. Aber die Dinger sind ja auch nicht leicht. Da kann der Spieler immer nur diesen Ball versuchen, was hoffen und schauen, dass der Spielball in sichere Position läuft, zusätzlich zum Versuch der Kombination. Jawohl! Super gemacht! 4-3, der Spielstand. Gleich geht's weiter. Spielstand 5-4 für Reyes. Und er auch am Tisch. Weiße perfekt nach diesem Anstoß. Bei ihm ist es regelrecht spannend, wenn er einmal keine offene Partie hat. Bei den offenen, da weiß man sowieso, dass er die macht. Aber was lässt er sich mit solchen Bällen einfallen? Das ist fantastisch. Durch all die Bälle hindurch, knapp nochmal an der 7 vorbei und in sichere Position gebracht. Jumpversuch jetzt von Bustamante. Man ganz selten bei ihm. Aber auch das ist die beste Antwort, die es gibt. Dass man so dünn diesen Ball mit einem Jump noch treffen kann. Eine Stellung für die 2, aber gute Möglichkeiten für Safe. Da hat er auch viel zugemacht. Rechte Bande. Gäbe es die Option über 2 Banden. Da liegt genau die 9 dazwischen. Da wird Reyes wohl nicht spielen. Das alles interessiert ihn hier überhaupt nicht. So ist es. Er entscheidet sich für einen Bogenstoß in die Bande hinein.
die mal getroffen? Die Partie ist noch nicht auszuschießen, aber Samante kann jetzt sehr, sehr gut safe spielen. Weiße hinter 5 und 7. Und da muss auch Reyes erstmal rauskommen. Schenken sich nichts die beiden. Partie auf höchstem Niveau. Wenn mal ein Fehler, dann sowas wie hier, dass aus Versehen doch mal ein Ball zu versenken ist. Versenken schon, aber selbst dieser einzelne Ball hat es schon in sich, über 5 greifen. Hat er die Partie liegen zum Ausgleich. Allerdings bricht ihm da die Weiße noch mal etwas aus und er muss jetzt einen langen Weg gehen. Oh ja, gerade noch. Taschen auf diesem Brunswick Gold Crown, wie dieser Tisch offiziell ja heißt, sind mittelgroß, haben ein gutes Maß gefunden. Taschen sind in gewissen Toleranzen genormt, von knapp unter 2 Bällen Ballbreite bis hin zu 2,5 in etwa. Alles ist im Regelwerk niedergelegt, in genauen Maßangaben. Wie gesagt, 5 zu 5 und wir machen weiter beim 7 zu 7. Immer näher rückt die Entscheidung, gespielt wird ja auf 11. Fallen tut immer was. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Wenn die Spieler dieser Klasse einmal ihren Punkt gefunden haben, von dem sie breaken müssen. Am Anfang wird da vielleicht die Weiße etwas hin und her gesetzt auf dem Tisch. Aber wenn der dann mal feststeht. Oh, und dann dieser Ball. Den sehen wir bestimmt gleich nochmal. Aber wenn dieser Punkt dann einmal feststeht beim Break, dann fällt da zu 100% was. Den hat er gespielt, weil da die Möglichkeit war für die Stellung 2. Und wie sicher Loch Mitte die 1. Was kann da noch passieren? Bei Spielern dieser Klasse gibt es ohnehin nur immer den Einstiegsball als kritischen Ball. Wenn der einmal passt, die Stellung auch, dann ist die Partie vorbei. Es sei denn, da liegt noch irgendwo ein Problem, ein Pulk oder sonst eine Schwierigkeit. Aber solch offene Partien, da brennt einfach nichts mehr an.
8-7 der Spielstand. Die Führung für Efren Reyes. Oh ja. Das ist unangenehm. Auch sonst kein Ball gefallen. Da hat er ja auch schon Glück, dass die Weiße nicht in die Mitteltasche geht. Dann natürlich wieder Pech, dass sie genau in die Ecktasche fällt. Vorhin habe ich genannt den Jahresverdienst im letzten Jahr von Bustamante, $41.000. Bei Reyes waren es 215.000. Er hat da ein ganz großes Ding gewonnen mit alleine bei diesem Turnier 180.000. Aber damit war er auch der Topverdiener im Poolbillard im vergangenen Jahr. Diese Chance wird sich Bustamante jetzt nicht entgehen lassen. Vier etwas unangenehm. Aber er hat jetzt alle Möglichkeiten, da gut zu stellen. Das nützt er auch optimal. Jetzt wohl versuchen, hinter der 7 durchzugelangen. Etwas vorgelegt, macht nichts. Von da aus ist die 5 gut spielbar. Weiße läuft etwas in die Tischmitte. Jetzt bloß nicht zu viel Tempo geben, dann wird die 6 wieder sehr dünn zu spielen sein. Gut gehalten. Wir haben jetzt einmal zwei verschiedene Brücken gesehen. Einmal die geschlossene Brücke an der Bande. Brauchte da etwas Qualität, also Rotation in der weißen Kugel. Dann bei dem nächsten Ball offene Brücke. Da ging es nur ums Hineinspielen. Jetzt für das Feeling wieder. Geschlossene Brücke. Von der Bande weg sowieso geschlossen. Man sieht, wie viele Fingerhaltungen es da gibt. Um eine optimale Führung zu haben für den Kö. Also Bustamante ist jetzt am Kommen. 8-8. Eine ist gefallen. Der Break von Bustamante nahezu perfekt. Spielt er wesentlich besser als Efren. Weiße fast immer in der Tischmitte. In diesem Falle hat sie noch einen Stoß von einer anderen Kugel bekommen. Entscheidet sich hier für den langen Weg bei der 3. Da diese Leute nahezu jeden Ball von jeder Stellung treffen, ist es ihnen lieber, bevor sie sich verstellen und sie wegen schlechter Stellung aussteigen, einen langen Ball in Kauf zu nehmen. Sieht alles unglaublich leicht aus. Man verfällt
leicht in die Annahme, dass das Spiel nicht schwer sei, dass man dann wieder einmal selber am Tisch steht und sich vergeblich abmüht, egal in welcher Spielklasse. An aus, 9-8, keine Chance für Reyes, zwei noch, die Bustamante braucht. Jeder hier in Cardiff würde es ihm gönnen, nach diesem schweren Schicksalsschlag, ich hatte es vorhin erwähnt. Kombination hier, 1 auf 3. Achtung, dass die Weiße nicht hinter der 7 bleibt. Mit sehr viel Effet gespielt. Um genau das zu vermeiden. Kleines Problem noch die 5. Muss er jetzt sehr gut auf die 4 kommen. Damit das kleine Problem bei der 5 nicht zu einem großen wird. Optimal, Winkel passt. Diese 5, nur dann schwer natürlich, wenn die Stellung etwas verunglückt ist. Oh, da hat auch Bustamante schon durchgeatmet. Gerade noch. Wohl ein weiterer Table Run, wie die Amerikaner sagen. In Deutschland kennt man es wohl als An-Aus-Partie. Applaus 10 zu 8. Und das ist die beste Chance, um Efren Reyes in Schach zu halten. Ihn einfach nicht an den Tisch lassen. Erinnern wir uns, der Fehler von Reyes, ein Breakfoul, etwas unglücklich war es. Das könnte schon die letzte Partie sein. Ein Ball gefallen, hier noch ein Ball. Die Stellung auf die 1 lässt keine Wünsche offen. Oh, aufs Mittelloch. Sehr viel Glück gehabt. Das zurück jetzt. Die 5 geht in die Mitte nicht. Nur in die Ecktasche möglich. Muss ja den Spielball etwas nachlaufen lassen, um dann wieder gut auf die 8 zu kommen. Ganz leicht gespielt, immer etwas kritisch, da jeder Tisch ganz gerade ist. Eine Stellung noch, die braucht er. Das war es. Da muss man kein Prophet sein. 11 zu 8 besiegt Bustamante seinen Lehrmeister Efren Reyes. Und wir sehen gleich diesen Mann Earl the Pearl Strickland gegen Kunihiko Takahashi. Und wir machen weiter mit der Partie Strickland gegen Takahashi.
7-3 die Führung für den Amerikaner. Hier bei einem Safe-Versuch missglückt. Er kann den Ball spielen, der Japaner. Takahashi im Übrigen der Weltmeister von 98. Also er hat schon mal bewiesen, dass er jeden schlagen kann. Das hat aber Strickland auch schon dreimal und zudem noch fünfmal die US Open gewonnen. Also hier stehen sich mit Sicherheit zwei ganz große gegenüber. Fantastischer Ball vom Japaner. Hier wieder dieser Applaus von Strickland. Ich hatte es schon mal angesprochen. Wirkt immer nicht ganz ehrlich. Er ist auch der einzige Spieler, den ich kenne, der das so offen demonstriert. Manche machen es etwas verhalten, klopfen mit der Kreide auf ihr Kö. Aber er applaudiert da ganz offen. Er selber sagt ja, Earl Strickland, dass er völlig missverstanden wird vom Publikum. Eigentlich sei er ein ganz netter, aber er diskutiert halt immer mit dem Publikum, mit dem Gegner, ruft auch schon mal in den Stoß des Gegners hinein. Eigentlich ist er ja der McEnroe. Poolbillard. Aber kommen wir wieder zur Partie. 3 ist noch machbar. Hier sehen wir es ganz deutlich. Genau das Gegenteil seines Gegners ist Takahashi, der Unscheinbare, der Ruhige, völlig unspektakulär sein Spiel. Ganz, ganz selten, dass er mal einen Ball rauslässt, wie vorhin diese 1. Aber wenn ein Spieler keine Fehler macht, es ist nicht Bedingung, spektakulär zu spielen. Einen kleinen Fehler macht er hier. Stellung nicht optimal. Nochmal schwierig für den 33-Jährigen aus Tokio. Aber nicht unmöglich. Oh, zu dick getroffen. Das ist ärgerlich, insbesondere weil die 9 jetzt so leicht liegt. Nochmal in der Wiederholung und jetzt schon Strickland, der hier vollstreckt. Ihm ist es natürlich recht, 8-3. Da haben wir ihn wieder gehört, was er da irgendwo hingerufen hat, was auch immer es war. 41 Jahre. Der Mann aus Greensboro, North Carolina, spielt übrigens ein Q-Tech-Kö, das insofern etwas Besonderes, weil dieses Kö nur einen Holzkern hat und einen Plastik- oder Kunststoffüberzug. Alle anderen Kös ja aus Holz, die Kös der meisten Spieler. Er aber hat einen Vertrag mit der genannten Firma. Er spielt sozusagen in Anführungszeichen einen Billigkö. Aber er kommt damit zurecht. Nicht der gewünschte Erfolg bei diesem Ball. Earl Strickland hat
an sich noch nicht die ganz großen Partien gezeigt hier bei dieser Weltmeisterschaft. Er selber hat über seine Achtelfinalbegegnung gegen Jeremy Jones gesagt, das war die schlechteste Partie seines Lebens. Natürlich maßlos übertrieben, aber da waren wirklich einige Fehler dabei, die man normalerweise nicht von ihm kennt. Trotzdem gewann er dann 11-8 gegen seinen Landsmann. Beide im Übrigen nicht die ganz schwere Auslosung gehabt. Aus Strickland kam über Gary Ponting, Sin Jung Park und Jeremy Jones. Alles nicht so die ganz klangvollen Namen. Und ebenso Takahashi schlug Dominguez unter anderem und Alex Lally aus den Niederlanden. Aber im Moment hat sich der Japaner hier in eine Sackgasse gespielt. Möglichkeit zum Save gibt es kaum. Vielleicht die 3 hinter die 4 bringen, aber da darf sie sich nur 1-2 Zentimeter bewegen. Sehr gut gemacht. Das hat sich auch Strickland wieder ganz genau angesehen. Sehr gut, rief er da wieder zum Gegner. Hat er in seiner Partie gegen Takahashi, wir haben es nicht gesehen, ganz am Anfang der Partie eine Szene gehabt, die auch nicht gerade zur Sympathie beitrug. Er hat da in den Stoß des Gegners hineingerufen. Takahashi setzte gerade zu einem Jumpshot an, woraufhin Strickland meinte, be a man. Also die Aufforderung, er solle doch über Vorbande spielen und nicht einen windigen Jump, wo er doch gerade eine so gute Sicherheit gespielt habe. Und tatsächlich hat Takahashi den Jump-Kö weggelegt, hat Vorbande gespielt und dann prompt das Foul gemacht, woraufhin Strickland 3 Partien ausgeschossen hat. Unforced Error, würde man im Tennis sagen. Mittelschwerer Ball von Takahashi. Das ist gefundenes Fressen für den Amerikaner. Natürlich kann er was, dieser Strickland. Gar keine Frage. Er gehört schon zu dem Besten der Welt, allein schon wegen seines Breaks. Der liegt fast genauso wie zuvor, der Ball von Takahashi. Auch er verstellt sich hier ein wenig. Mal sehen, ob er es besser macht. Oh, da hat er dran gedacht.
und steht prompt nochmal auf. Jetzt ist es ihm aufgefallen, dass das ja eigentlich genau derselbe ist. Jetzt bloß nicht denselben Fehler machen. Etwas kritisch natürlich, dass da die Weiße nicht irgendwo in eine Tasche fällt, die da etwas schnell wird. Ganz knapp auch an die Kante gespielt. Aber bei ihm fällt sie dann doch noch rein. Ran an die Jetzt setzt er sich immer weiter ab. Amerikaner, jetzt mal eines seiner Breaks. Breakt hier scheinbar bewusst nicht so, dass die Weiße direkt in der Mitte des Tisches bleibt, sondern lässt die Kugel in die linke Bande laufen, von uns aus gesehen. Lässt jetzt die Spielkugel reinigen. Da war uns der Schiedsrichter etwas im Weg. Bei dem Blick auf dieses Gerät, das er da verwendet hat. Oh, der war nicht gut. Gerade noch so hinter der 5 hervorgekommen. Hat ein ungemein schnelles Spiel. Strickland. Wenn mal die Partie offen liegt, dann dauert es eine Minute, vielleicht 90 Sekunden, bis die Bälle weg sind. Andere brauchen da 3, 4, 5 Minuten. Da gehen die Partien dahin. 10-3 inzwischen. Sich ja im Laufe des Turniers schon massivst über das Publikum beschwert. Angeblich alle gegen ihn sind. Sich da während einer Partie regelrecht mit dem Publikum angelegt. Konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Aber er bringt halt absolute Topleistung immer wieder. So wie hier. Einstiegsball über eine Bande. Etwas verstellt jetzt auf die 2. Nicht, dass die Stellung leicht gewesen wäre. Aber der Tatbestand bleibt. Was jetzt tun? Zugball vor der 9 vorbei vielleicht. Mal sehen. Direkt auf die 9 gespielt. Leider genau im Umschnitt. Und diese 4 wohl kaum mehr spielbar. Insbesondere auch muss er hier über die 5 greifen, was die Sache nicht unbedingt vereinfacht. Safe-Vorschlag. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob er den nicht doch noch spielen kann. Etwas Bogen vielleicht, aber natürlich Höchstschwierigkeit. Wahnsinn! Er war schon etwas gejumpt.
Ich habe ihn gesehen bei einer Weltmeisterschaft in Deutschland, 1990 in Bergheim. Da stand er im Finale, brauchte nur noch eine Partie. Er hat gebreakt, ein Ball ist gefallen, eine offene Partie, schwerer Einstiegsball bei der Eins und er ist vor das Publikum getreten, hat die Arme hochgerissen, obwohl er noch 8 Bälle zu spielen hatte. Er hat Ball für Ball gespielt und nach jedem Ball wieder die Geste der erhobenen Arme in das Publikum hinein. Eine gute Phase jetzt natürlich von Takahashi. Aber der Ball war auch nicht leicht. Wieder rübergreifen, steil hinein. Jetzt die Kombination. Fünf, neun, Vorbande ins Mittelloch, ist möglich. Gerade hat er noch gesagt, jetzt müsste man spielen können wie Efren. Aber den kann er auch etwas rüberdrücken. Der ist drin, 11-3 geht dieses Match aus, Strickland im Halbfinale. Das war's, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.